Hey, wie sieht's aus? Möchtest du auch gerade etwas oder jemanden verändern? Dann ist das vielleicht genau das richtige Video für dich. Auch wenn du eine Situation verändern möchtest, weil ich werde jetzt mal die strategischen Punkte oder die intelligenten Punkte nennen, astrologisch, logisch, werde ich aufzeigen, wie du am besten vorgehen solltest und wie du am besten vorgehen solltest und wie du nicht vorgehen solltest. Und hiermit begrüße ich dich zu einem One-Take-Video von Art Astrologe Leonardo. Welcome. So, jetzt erstmal, es liegt hier dran, an Mars, Pluto. Guck mal, Mars, wow, mit Pluto verstärkt das natürlich diese Willenskraft. Ich will etwas oder jemanden verändern. Oder jemand möchte dich verändern. Oder du möchtest irgendetwas machen, aber wirst auch, ja, wir können es sagen, auf Granit stoßen und auch auf emotionale Reaktion stoßen, weil nicht nur du hast Mars und Pluto irgendwo in deinem Horoskop im Moment, sondern dass du auch. Und dann kommen eben zwei Willensstärken aufeinander. Thanks to God, dass gleichzeitig zwei große Lehrmeister rückläufig sind, nämlich Jupiter, hier mit Uranus und jetzt gerade im Rigisha. Das heißt, jag noch mal, jage nochmal, im Rigisha heißt der Jäger, jage nochmal in die Vergangenheit und schau mal, wo du vielleicht in deinen Handlungen oder in deiner Ethik aufräumen kannst. Und dann haben wir hier halt Rahu, Neptun. Das ist in Fischen und das macht natürlich gibt Kraft, also sich hinzugeben in der Situation, devotional hinzugeben in der Situation. Jeder hat einen hingebungsvollen Teil in sich. Und nehmen wir mal an, wir hätten jetzt nur das und wir hätten nicht diese nachdenkliche Energie und Saturn rückläufig. Das ist auch noch ganz wichtig. Saturn spielt hier insofern eine total wichtige Rolle, dass er aufräumt und dir auch zeigt, wann du genauso jemanden behandelt hast oder wenn du die Erwartung von irgendjemandem nicht erfüllt hast, ja, dann kann es sein, dass genau jetzt dir gezeigt wird, wie du eben jemand anders nicht verändern kannst. Also wie jemand deine Erwartungen nicht erfüllt oder etwas dann nicht so läuft, wie du das gerne hättest gerade. Und ja, was soll man machen? Am besten, jetzt kommt schon die Antwort, einen Strohhalm in den Mund nehmen und Geduld haben und vor allen Dingen auf diese emotionale Situation Acht geben, weil wenn du jetzt drückst und drückst und drückst und drückst, dann haben wir halt diese Kriegssituation, dieses Pushen, was überall abläuft. Und dieses, wie nennt man das noch? Also überfordern. Überfordern ist ein Ausdruck dafür. Jetzt kommt wieder dieses Wort mir nicht in den Kopf. Übergriffig natürlich. Das ist genau dieses Wort. Und übergriffig ist eben auch das, wie im Moment in der Politik auch umgegangen wird und im Fernsehen, wenn er mal auf die Promi-Schlagzeilen schaut. Das ist genau dieses sich aufdrängen, etwas aufdrängen, über die Grenze gehen. Und ich hatte es auch in meiner WhatsApp-Gruppe erwähnt, wo du kostenlos auch beitreten kannst, weil dann ist für mich schneller, ein Broadcast zu machen oder Informationen rauszuhauen als Videos zu machen. So, ich mache das nicht so oft. Hier unten ist der Link zu meiner Page oder ist auch meine E-Mail und dann kannst du
mir deine Telefonnummer schicken und dann kann ich dich da aufnehmen. So in dieser WhatsApp-Gruppe hatte ich gesagt, dass Mars im Krebs ist, damit zu vergleichen, wenn du eine Kakerlake auf dem Marmeladenbrot hast, ja. Wenn du die draußen im Steinbock hast, also du hast jetzt den Mars zum Beispiel im Steinbock oder du bist unterwegs draußen, dann ist es eine ganz andere Sache. Dann bist du souverän und hast du dein Ziel. Bist du nicht emotional? Das ist eine große Fläche. Ich meine, Krebs ist der ganze private Bereich. Das ist dein Wohnzimmer. Und da fährst du dein Schutzmaterial runter, dein Verteidigungsmaterial fährst du runter. Da hast du keine Geschütze. Da bist du verletzlich. Und eben das macht die Situation so kritisch. Weil diese Verletzlichkeit haben wir jetzt bis Juni 2025 mehr und minder. Ich meine, manchmal geht auch Mars in das Zeichen Zwillinge, dann wird es ein bisschen leichter. Aber es geht in dieser Zeit eben darum, erstmal deinen Zorn und deine Aggression, deine Emotionen zu transformieren, das ist mal das eine. Und eine Menge zu verstehen, das ist das andere. Also du kannst eine Menge verstehen. Weil eben auch durch den rückläufigen Saturn dir gezeigt wird, was andere von dir erwartet haben und was du oft nicht erfüllt hast. Und dann geht es um das christliche, schau nicht dem Splitter in den eigenen Augen, schau mal, ob du einen Balken vor den Kopf hast. Es ist also eine wichtige Zeit, um zu lernen, mit Aggression umzugehen, um zu lernen, wie du nicht nur davon sprichst, also von deinen spirituellen oder religiösen oder menschlichen Ambitionen, aber wie du auch danach handelst, also wie integrär bist du, wie authentisch bist du. Und viele von euch werden, also mich eingeschlossen, sehen, dass Humility means Vision of Reality. Also Demut ist es, eine Vision von der Realität zu haben, dass ich vielleicht noch ziemlich weit davon entfernt bin, überhaupt was zu fordern. Oder mal sich zu fragen, was kann ich überhaupt fordern? Sollte ich mir nicht an die eigene Nase fassen? So, wer gerne eine persönliche Beratung haben möchte, face to face, und wissen möchte, wie Mars, Pluto, wie Jupiter, Opposition Venus und wie Rahu und wie Saturn jetzt in deinem Leben und in den nächsten Monaten und im Übergang 2025, also bis 2025 ist zumindest diese Mars-Position da, wie es auf dich selbst wirkt oder wenn du gewisse Schwierigkeiten mit mir besprechen möchtest, unter dem Video und am Ende ist ein Link zu meiner Homepage. Ich wünsche euch ein Blessing Herbst und Winter, wann auch immer du dir dieses Videos ansiehst. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Art Astrologe Leonardo. Okay.